George Clooney 2.0 ist für 5 Anwendungen. Das ist hinten markiert mit Strichli, so dass man gut sieht, wie viel das man verwenden soll. Je nach Wasserhärte, sprich wenn man gefiltertes Wasser oder Hahnenwasser braucht, ändert sich auch die Regelmäßigkeit der Entkalkung. Für gefiltertes Wasser empfehlen wir Entkalkung nach 8 bis 10 Wochen. Wenn man Hahnenwasser verwendet, dann nach 4 bis 6 Wochen. Die Anwendung ist super einfach. Man nimmt den leeren Wassertank und füllt eine Portion George Clooney direkt in den Wassertank. Bis zum Strichli und füllt jetzt mit 3 Teilen Wasser auf. Wassertank drückt in die Maschine. Wenn die Maschine betriebsbereit ist, lassen wir ca. die Hälfte von Wasser mit Konzentrat durch die Maschine durch. Man sieht so gut an der milchigen Farbe, dass George Clooney im Maschinenkreislauf ist. Der Thermoblock wird so komplett mit dem George Clooney befüllt und nach einem halben Tank lässt man das Produkt für 20 Minuten einwirken. Nach 20 Minuten Einwirkungszeit tun wir jetzt noch den Rest des verbliebenen George Clooney aus der Maschine rausspülen. Wenn das ganze George Clooney Gemisch aus der Maschine raus ist, tun wir den Tank, der jetzt leer ist, mit 2 Liter gefiltertem Wasser befüllen. Und spüle jetzt mit 2 Liter frischem, gefiltertem Wasser die Rückstände aus dem Thermoblock. Wir sehen gut, am Anfang ist die Flüssigkeit noch leicht milchig und umso länger klares Wasser durch die Maschine fließt, umso klarer wird auch die Farbe vom Wasser. So, und jetzt das Wasser wieder klar aus der Maschine rauskommt, ist der Entkalkungsprozess beendet und man kann den nächsten Kaffee genießen. Und selbstverständlich geht George Clooney 2.0 für alle Wasserkocher oder sonstige Geräte, die eine Verkalkung haben.